Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Live-Trading in den US-Markt auf Basis der DAO-Theorie. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen im Namen von AchinaTrader und GabelTrading.com. Heute mit einem Einblick wieder in unseren freien Handelsraum, den wir normalerweise mittwochs abends hier in meinem Premium-Service bei Gabel-Trading.com haben. Und ich freue mich, dass wir diesen Handelsraum auch mittwochs abends aufrechterhalten können, hier in dem freien Bereich. Das heißt, wenn Sie sich für diese Serie schon angemeldet haben, wird jeden Mittwochabend stattfinden ab 20 Uhr, heute bis 21 Uhr. Manchmal machen wir auch ein bisschen länger, je nachdem. Aber heute findet natürlich auch das erste Halbfinale statt der Europameisterschaft. Das wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen, beziehungsweise möchte sicherlich auch der eine oder andere anschauen. Und bevor wir einsteigen, natürlich erstmal der Risikohinweis, den ich hier natürlich auch euch mitgeben möchte an der Stelle. Bitte zum Hinweis, bitte zur Kenntnis nehmen, dass wir eben keine Handlungsempfehlungen geben, keine Anlageempfehlungen, sondern dass wir einfach nur über Trading-Strategien sprechen. Vielleicht mal einen kurzen technischen Check. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Ich habe die Webcam freigegeben, damit ihr mir ja, Körpersprache sehen könnt, dass ihr mir auch zuschauen könnt, damit ihr mir auch in die Augen schauen könnt und auch sehen könnt, dass ich euch keinen Blödsinn erzähle, sondern dass es mir sehr, sehr ernst ist mit den Dingen, die ich euch hier erzähle und die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte in den nächsten 60 Minuten. Was ist mein Ziel? Es sind mehrere Dinge. In der Hauptsache zwei, drei Punkte, die mir grundsätzlich sehr wichtig erscheinen in dem, was wir hier tun. Und natürlich an der Stelle fällt mir gerade noch ein, natürlich ein liebes guten Abend dann hier auch an meine DAO-HAU-Familie aus meinem Premium-Service. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ihr habt die Möglichkeit in eurem Go-To-Webinar, da gibt es so ein Handzeichen-Symbol, wer das möchte. Ich arbeite mit Headset, es ist wie unser freier Abendwebinar, bitte eure Mikrofone gebe ich dann frei. Einfach mit Handzeichen, wenn ihr mit mir diskutieren wollt oder wenn ihr was haben möchtet, einfach dann sehe ich das und dann kann ich euer Mikrofon freigeben. Wir machen das wie in unserem normalen Handelsraum auch. Sonst auch gilt natürlich für unsere Gäste ganz genauso. Heute einfach mit Mikrofon. Wer das möchte, kann sich jederzeit mit mir hier unterhalten. Was ist mein Ziel? Und ich sehe hier einige Namen, der eine oder andere ist neu dabei, den anderen sehe ich schon öfter. Ich frage mich immer, warum sind Sie hier? Ich vermute mal, es ist nicht Ihr erstes Webinar und vermutlich auch nicht das letzte. Ist Trading wirklich so schwierig? Wenn man sich ins Facebook umschaut oder wenn man im Internet so unterwegs ist, könnte man glatt meinen, Trading ist furchtbar einfach. Es gibt viel Marketing, komischerweise, es werden nur Plus-Trades gepostet, viele, viele hundert Punkte können aus irgendwelchen Märkten herausgezogen werden. Ist es wirklich so einfach? Ich verstehe, dass viel im Marketing gemacht werden muss und ich verstehe, dass jeder sein Geld verdienen möchte. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn man nicht die ganze Wahrheit zeigt. Und ich möchte gerne einen anderen Weg gehen. Und was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass Ihnen eine echte Zukunft im Börsenhandel zu bieten. Eine reelle oder eine reale Zukunft. Keine Schönfärberei. Keine Plus-Trade-Färberei. Keine Hunderte und Aberhunderte von Punkten in den Märkten, die sie vielleicht nur machen können, wenn es ihnen jemand vorgibt. Aber was ist in einem halben Jahr? Was ist in einem Jahr? Was ist in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren? Sind sie dann immer noch in der Lage, das zu machen? Oder bist du, wir sind hier per Du? Und das ist mein Ansinnen. Und meine Familienmitglieder aus meiner DAO-HAU-Familie, ja, die heute Abend auch hier vertreten sind, die können Ihnen das bestätigen, dass wir einen anderen Weg gehen und der ein oder andere fängt sich bei mir auch schon mal eine virtuelle Watschen ein. Ich schmeiße gerne mal Schlüssel durch den virtuellen Handelsraum oder hier hinten steht bei mir auch so eine Palme. Also wer richtig Mist baut, der kriegt auch mal so die Palme quer durchs Zimmer geflogen. Ja. Das ist etwas, was mir wirklich am Herzen liegt. Und
Ich sehe keinen Sinn da drin, wenn Sie noch 100 Webinare besuchen. Ich freue mich unglaublich, wenn Sie da sind. Ich freue mich, wenn ich Ihnen mein Wissen mitgeben kann. Aber wie lange wollen Sie noch in die Lehre gehen? Wann wollen Sie endlich anfangen, tatsächlich zu lernen? Wann wollen Sie endlich anfangen, den Meisterbrief zu machen? Ja? Wie viele Webinare wollen Sie noch anschauen? Wann entscheiden Sie sich endlich mal eine vernünftige Ausbildung zu machen? Wann entscheiden Sie sich endlich mal ein vernünftiges Handwerkszeug in die Hand zu nehmen? Agena Trader. Ausbildung. Nichts Kompliziertes. Nichts Hochmathematisches. Einfach. DAO-Theorie als Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Es gibt viele Ansätze im Börsenhandel. DAO-Theorie ist einer davon. Einfach muss es sein. Nicht kompliziert. Leben ist kompliziert genug. Börsenhandel ist kompliziert genug. Ihr Lieben, Börsenhandel ist definitiv kein Zuckerschlecken. Das macht keinen Spaß. Börsenhandel soll keinen Spaß machen. Börsenhandel verlangt Disziplin. Und wenn jemand heute zu mir sagt, du hast es gut, du kannst den ganzen Tag vor den Charts sitzen, nein, ist es nicht. Ich sitze hier Stunden und Aberstunden, um mir mein Geld zu verdienen, wie jemand anders auch. Aber man muss es lernen. Ich habe jetzt 13 Jahre hinter mir. Und deshalb die Frage an Sie. Wann fangen Sie endlich an zu lernen? Wann fangen Sie endlich an, Ihren Meisterbrief zu machen? Wann? Wie viele Stunden wollen Sie noch in Webinaren verschwenden? Ja, in allen möglichen, die sich angucken. Wann handeln Sie endlich mit mir gemeinsam in den Märkten tagtäglich immer das Gleiche? Wann? Wollen Sie Ihr Leben wirklich so einfach wegschmeißen? Wollen Sie wirklich noch 15 andere Setups begutachten, bis Sie endlich sagen, ja, dieses oder jenes gefällt mir? Wann? Glauben Sie, wir haben nur ein Leben. Momentan, vom jetzigen Standpunkt aus, wir haben nur ein einziges Leben. Ja, wie viel Zeit wollen wir noch verschwenden? Denken Sie einfach darüber mal nach. Und genau dafür sind wir da. Von Agena Trader, von Gabel Trading. Wir bemühen uns hier in einer familiären Umgebung, nicht Lehrer, Schüler, in einer familiären Umgebung, Ihnen etwas mitzugeben, mit dem Sie tagtäglich in den Märkten arbeiten können. Ja? Glauben Sie mir, ich schmiere Ihnen keinen Honig ums Maul. Ja? Börsenhandel ist nicht lustig. Börsenhandel kostet maximale Disziplin, maximale Frustbereitschaft, maximaler Lernwille. Ich muss in mein Business investieren. Geld, Zeit, Disziplin, Emotionen, was auch immer. Nur ihr Lieben, wenn ihr das verstanden habt, habt ihr eine echte, eine reelle Chance, langfristig in dem Börsenhandel zu überleben. Ich habe diese Woche wieder zwei Webinare nebenbei laufen gehabt. Einen Namen möchte ich dazu sagen, weil es ein offensichtlicher. Lassen wir es. Max Degen habe ich diese Woche angeguckt. Ich fand es faszinierend. Absolut geniales Marketing. Super. Werden Sie maximaler Trading-Erfolg in 60 Minuten. Ja. Ich habe einen wunderbaren Live-Trade gesehen. Aufgezeichnet auf Recording-Funktion. Aber das haben 183 Leute nicht gemerkt. Ja. Zumindest nicht die, die da drin waren. Ja. Und böse Kommentare wurde aus dem Chat rausgelöscht. Ja. 60 Minuten, in maximaler Trading-Erfolg in 60 Minuten. Ich habe ein Webinar diese Woche gesehen, Live-Trading. Ja, komischerweise war unten der Broker abgeschalten, war rot. Ja, Live-Trading, hochinteressant. Ja, Leute, ganz ehrlich, wir arbeiten hier bei Agena Trader seriös. Wir wollen, dass ihr was lernt. Ja, aber bitte lernt auch was dabei. Ja, und lasst euch nicht verkackeiern von allem Möglichen, was da draußen rumkreucht und fleucht. Lernt endlich vernünftig im Börsenhandel durchzustehen. Lasst euch nicht blenden. Es gibt keine Abkürzung im Börsenhandel. Weder in einem halben Jahr, noch in 3 Monaten, noch in 60 Minuten, noch sonst irgendwas. Der Erfolg ist genauso hart wie in jedem anderen Job auch. Zum Erfolg gibt es keinen Aufzug. Du musst die verdammte Treppe nehmen. Und zwar jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag. Ich kann euch auch wunderbare Trades zeigen.
Beispiel, komm, das Spielchen machen wir jetzt einfach mal. Wunderbare Trades zeigen. Hier, Austral-Dollar, US-Dollar. Haben wir in meiner Familie gemacht. Wo waren wir denn? Hier, in der Stunde unterwegs. Wir haben ein wunderbares, hier, wunderbaren Trade gemacht. Ja, aber, guck mal, da war fast ein Fehltrade vorher noch dabei. Ganz knapp im Plus ausgestoppt. Aber wir waren in der Lage, hier im großen Trend, wunderbar aus der Stunde heraus haben wir das Signal gesehen, ja, und haben dann diesen Schuss nach oben hier mitgenommen. Und zwar im 5-Minuten-Chart. Ja. Trendübergreifend haben wir das Ganze gemacht. Ja. Und genauso muss es auch dann funktionieren. Ja. Oder Euro-Türkische Lira, Beispiel, ein wunderbarer Trade. Ja. War einfach nur herrlich zu sehen. Gucken wir es uns nochmal an. Ja, habe ich den jetzt noch da? Genau, da sieht man, ja, hier unten, wenn ich mal schauen, das auch richtig hier eingestellt habe, dachte ich mir doch schon, so, was stimmt. So, schaut mal, aber warum soll ich euch die beiden Trades vorher verheimlichen? Schaut mal, ich habe zwei Einstiege gebraucht, ja, ich zeige euch nur etwas, das Signal kam aus der Stunde, ja, man braucht einen Blick für sowas, aus dem mittleren Trend, schaut mal. Hier unten, wahnsinnige Korrektur, eine ganz kleine Korrekturzone, aber schaut mal, die hat gehalten. Ja? Meine ersten Dow-Haus-Signale, die auch entsprechend mein Dow-Haus-Signal geliefert hat, müssten normalerweise gleich unten jetzt die Pfeile einkommen. Ja? Hier unten waren sie, hier oben natürlich auch schon, aber man muss lernen, wann ich in den Markt einsteige, nicht blind einfach irgendwas zu machen. Ja. Hier unten war der erste Einstieg, aber wir haben ihn in 5 Minuten genommen, nicht in Stunde. Ja. Schaut mal, was passiert. Ja, hier eingestiegen, ja, der Markt kam wieder zurück. Wir mussten, haben ganz eng agiert, gleich wieder raus. Dann haben wir es nochmal probiert. Wir haben auf die Nuss bekommen. Ja. Aber guck mal, wir haben es nochmal probiert, ein drittes Mal. Ja. Gemeinsam hier sind wir stark. Und dann haben wir den ganzen großen Schuss mitgenommen. Vielleicht war es nicht das letzte Mal. Ja, mitunter kommt der Trade ja nochmal. Da können wir euch viele Trades zeigen. Aber der Trade lief vom 30. Juni bis zum 5. Juli. Ob das einfach war? Ich meine, war ein 5-Minuten-Chart. Ja, da war das Wochenende dazwischen. Glaubt man, dass man das einfach mal so machen kann? Nur weil mir jemand gezeigt hat, wie es geht? Ich glaube nicht. Ich glaube, man braucht da sehr viel Erfahrung, Ruhe, Geduld, Disziplin und auch jemand, der einem ein bisschen den Rücken stärkt. Und das ist mir persönlich wichtig. Und das kann ich euch immer wieder nur mit auf den Weg geben. Und genau das ist das, was Agena Trader, Tradersquad sich auf die Fahne geschrieben hat. Sauberes, duplizierbares Trading. Was machen denn die Märkte? Ihr dürft jederzeit die Hand heben, ja, also ihr lieben Dauhau-Klubberer, jederzeit, wenn ihr euch beteiligen wollt, also ich muss jetzt nicht hier den alleinen Kasper hier machen, dürft jederzeit euch beteiligen, natürlich unsere Gäste auch. Herzlich willkommen natürlich, in diesem Sinne, es war jetzt auch ein bisschen ein Vorwort, weil es Dinge sind, die mir einfach unheimlich wichtig sind, weil ich nicht möchte, dass sie in die Katastrophe laufen. Und wenn sie, sie dürfen natürlich, aber muss es unbedingt sein? Ich kann Ihnen eines sagen, ich bin den Katastrophenweg schon gegangen. Rein und auch wieder raus. Vasilis, einen schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin den Weg schon gegangen. Sie müssen ihn nicht, ihr müsst ihn nicht gehen. Ja, ist viel zu schmerzhaft, man verliert viel zu viel. Er endet in der Katastrophe, kann ich nur sagen. Müsst ihr nicht machen, aber ihr müsst bereit sein, endlich mal was zu tun. Hört auf, noch x-fach Webinare zu besuchen, lernt endlich mal was. Lasst uns den Markt mal kurz anschauen, was denn der US-Markt heute macht. Schauen wir mal den Dow Jones an. Natürlich gucken wir da uns erstmal das größere Zeitfenster an. Hans, lese ich gerne mal vor. Hobby Trading macht absolut Spaß, wenn man bereit ist, immer weiter und vor allem gern zu lernen. Das ist richtig, da bin ich voll bei dir. Um sich mit festen und gleichen Strategien in täglich immer wieder neuen Marktsituationen zu stellen. Gebe ich dir vollkommen recht, Hans, aber es macht keinen Spaß, Geld zu verlieren, vor allem wenn man nicht weiß, warum. Ja? Wenn man gefestigt ist, dann macht Trading Spaß. Wobei ich sagen muss,
Also unter Spaß verstehe ich irgendwie was anders. Ich würde vielleicht einen anderen Begriff, vielleicht können wir Hans uns darauf einigen, wollen wir uns vielleicht auf den Begriff Zufriedenheit einigen, wenn man sich an seine Disziplin hält, wenn man sich an seinen Plan hält und der Plan immer öfter aufgeht, als dass er nicht aufgeht. Ich denke, Spaß ist eher so ein Faktor, der hat was mit anderen Bereichen zu tun. Ich würde sagen, Zufriedenheit, Hans. Wie siehst du das? Wollen wir uns darauf einigen, dass Zufriedenheit vielleicht so ein bisschen der bessere Begriff ist als Spaß? Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, weil es ist schon harte Arbeit, sich täglich, wie du sagst, den Marktsituationen zu stellen. Es ist ein verdammt harter Job. Und der macht nicht immer wirklich Spaß. Aber es macht zufrieden, wenn man sieht, dass seine Pläne aufgehen, wenn man sieht, dass sein System, was man sich erarbeitet hat, wirklich Sinn macht. Und es macht, also was Spaß macht, ja, was Spaß auf jeden Fall macht, ist mit dem Agina Trader zu arbeiten. Ja. Deshalb, wer noch nicht damit arbeitet, dringend, ja, ich kann Ihnen nur eines sagen, wenn Sie Ihren Wunsch im Börsenhandel Geld zu verdienen, ich vermute mal, die meisten, die da sind, haben diesen Wunsch. Ja. Ansonsten wüsste ich nicht, warum Sie hier sein sollten. Ja. Wenn Sie den Wunsch haben, an der Börse Geld zu verdienen, sei es als Nebenjob, sei es als die große Freiheit Nummer 7 zu erreichen, ja, sei es, um sich selbst zu beweisen, was auch immer, haben Sie nicht viele Chancen. Es gibt übrigens keinen Anfängermarkt und einen Profimarkt. Es gibt einen Markt. Da sind wir alle mit dabei. So, jetzt haben Sie die Möglichkeit. Wollen Sie in dem Markt dieselben Voraussetzungen haben wie die Profis? Oder wollen Sie mit stümperhaftem Material arbeiten, gegen die, die Profi-Werkzeug haben? Ja? Also wenn Sie an der Börse überleben wollen und Geld verdienen wollen, sei es als Nebenjob, sei es als Hobby, was auch immer, oder sei es als die große Freiheit Nummer 7, Insel, Laptop, ja, oder Freibad, Laptop arbeiten, nebenbei ein paar coole Trades machen, ja, solche Geschichten, ja, dann das geht. Absolut. Nur dann brauchen Sie A, Wissen, dass Sie wissen, was Sie da ganz cool machen können, mal so zwischen zwei Cocktails im Freibad vielleicht. Sie brauchen das richtige Werkzeug dazu. Und das ist der Agina Trader. Der macht definitiv Spaß, wenn man ihn zu beherrschen weiß. Das kann ich Ihnen sagen. Aber das sind Randerscheinungen. Alles andere spielt sich hier oben im Kopf ab. Und da muss so viel geändert werden in der Einstellung, im Börsenhandel. Das ist die eigentliche Herausforderung im Trading. Ja, und wenn man sich solche Märkte dann einfach anschaut, wenn ich mir jetzt gerade mal so den Stundenchart hier vom Dow Jones anschaue, der ist ja nun mal nicht wirklich schön. Das ist ja nun mal ein total hässliches Chartbild. Ja, also das hier von da oben nach da. Das war noch einigermaßen schön anzuschauen. Aber das, was er da gerade eben macht, das ist ja nicht mehr lustig. Das ist auch nicht mehr schön. Da macht es auch keinen Spaß, irgendwas zu traden, weil der Markt rauf und runter schießt. Ja, wie bekloppt, ja, Brexit-mäßig, wie bekloppt schießt er nach oben und wie bekloppt ziehen die Amerikaner das Ding auch wieder nach oben. Also es ist momentan nicht wirklich lustig, was die machen. Wir können hier im kleinen Zeitfenster, und das ist ja der Dow-How-Ansatz, die Dow-Theorie, mit dem ich arbeite, mit dem auch meine Dow-How-Familie arbeitet, bestehend aus Bewegungen und Korrekturen. Und ich zeige Ihnen, wie unser Setup funktioniert. Das ist nämlich relativ einfach auch zu handeln. Und zwar, ich mache das mal so und da zeichne ich das mal jetzt so ein hier. Also was wir versuchen, ist immer das Gleiche. Ja? Und das ist das, was wichtig ist im Börsenhandel, Automatismen zu entwickeln. Disziplinierte Automatismen zu entwickeln, keine Traumgebilde malen. Wir haben alle Träume, sonst wären Sie nicht hier. Ja? Ich bin überzeugt, Sie haben den Traum, mit der Börse, an der Börse Geld zu verdienen. Ja? Um Ihren Job, der Ihnen vielleicht fürchterlich auf die Nerven geht, was anders zu machen oder weil Sie keine Lust mehr drauf haben. Sie wollen vielleicht Ihrer Familie ein besseres Leben gönnen oder Ihren Kindern. Wir haben alle Träume. Aber Träume sind Schäume, solange wir nichts dafür tun. Und um an der Börse überleben zu können, brauchen Sie eine Strategie, die nachweislich immer wieder aufs Neue funktioniert. Und das ist die Strategie,
die auch die Großen haben, bin ja auch die Großen arbeiten. Ja? Die machen nichts anderes. Und das ist das wahre Geheimnis dahinter. Und das, der heilige Gral im Trading, ja, den gibt es. Den sage ich Ihnen am Schluss des Webinars. Erinnern Sie mich bitte daran, dass ich es nicht vergesse. Kurz vor 9 zeige ich Ihnen den heiligen Gral. Und es gibt ihn. Ich verspreche es Ihnen, es gibt ihn. Erfahren Sie am Ende. Unser Setup, unser Dow-House-Setup, funktioniert eigentlich relativ einfach. Und zwar, wir versuchen immer, der Markt läuft ja immer grundsätzlich in Bewegungen und Korrekturen. Grundsätzlich. Sie können sich Hunderte und gerne Tausende von Charts anschauen. Der Markt läuft immer in Bewegungen und Korrekturen. Warum? Weil das Alpha und Omega im Börsenhandel immer das Orderbuch ist. Immer. Im Orderbuch laufen Angebot und Nachfrage rein. Und dieser ständige Wechsel von Angebot und Nachfrage ist das, was zu Bewegungen und Korrekturen führt. Und Bewegungen und Korrekturen ergeben in der Summe einen Trend. Es gibt keinen Trend, der ewig läuft, ja, aber die Trends laufen. Ja. So, was wir machen ist, wir schauen uns immer das große Bild an. Was machen die großen Jungs? Ja, die spielen ja nicht auf 5 Minuten. Die großen Jungs spielen nicht auf Minute. Die sind so auf Stunde, Tag unterwegs. Die führen die großen Trends. Und den guckt man sich an. Und dann gucke ich mir an, wo, ihr Lieben, wir müssen, Oliver Najjar sagt es immer so schön, ja, sei ein Pro, ich übernehme das gerne von ihm, weil es so genial ist, sei ein Pro im Wo. Das ist das Entscheidende an der Geschichte. Nicht, wie ich in den Markt reinkomme. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Umkehrstäbe, gebrochene Trendlinien, Fibonacci, keine Ahnung, Elliott-Wellen, ja, Mond, Sonne, Sterne, Mondphasen, keine Ahnung. Wie du reinkommst, vollkommen egal. Aber die Frage ist, wo? Wo befinde ich mich im großen Zeitfenster? Wo sind die großen Jungs? Wo gehen die rein in den Markt? Und wo gehen die auch wieder raus? Das ist der entscheidende Punkt. Und deshalb guckt man sich immer die großen Trends an. Wo laufen die? So, und die besten Entscheidungen, und das ist die Dow-Theorie, da sprach Charles Dow von 3 Marktphasen, Akkumulationsphase, Phase der öffentlichen Beteiligung, Distributionsphase. Und die erfahrenen Händler, die steigen in der Distribution, in der Akkumulationsphase ein. Und die Akkumulationsphase ist immer die sogenannte Korrekturzone. Ja, hier, diese Box zwischen dem letzten Punkt 2, dem vorletzten Punkt 2 und dem letzten Tiefpunkt. Das ist die Korrekturzone. Ja? Und da warten die erfahrenen Händler, bis der Markt hier hereingekommen ist, vermeintlich wieder dreht. Vermeintlich. Merken Sie sich dieses Wort. Ja? Gehört zum heiligen Gral dazu. Vermeintlich. Ja? Und dann läuft der Markt wieder in die Richtung. Die erfahrenen Händler steigen dann ein, bevor der Zug wieder weiterfährt. Nicht zu spät. Nicht zu früh. Sie steigen dann ein, wenn ein Bahnhof steht und dann langsam losläuft. Und das Dow-How baut genau auf dieser Geschichte aus. Das richtige Know-How zur Dow-Theorie. Und wir als private Händler, wir gucken uns an, wo fährt der Zug hin? Wann fährt er los? Und dann kommen wir mit unserem kleinen Tretboot und sagen, oh, da spielen wir auch ein bisschen mit. Machen wir hier mal einen kleinen. Ja, und wir versuchen hier in dieser Richtung ebenfalls mitzuhandeln und haben unsere eigene kleine Korrekturzone, in der wir dann auch einsteigen und lassen uns vom großen Ganzen dann natürlich mittragen. Das ist das Dow-How. Ich kann euch eines sagen, ist nicht schwierig. Das ist eines der einfachsten Setups, die es gibt. Ja, kann man ein bisschen eine Schablone anlegen, man kann gewisse Grundregeln betrachten, aber es funktioniert halt nicht immer. Das ist der Punkt. Ja, bitte gut merken, kommt zum Schluss nochmal, gehört zum heiligen Gral dazu. Doris, bitteschön, ich sehe deine Hand, ich höre dir andächtig zu. Schönen guten Abend. Auch Mikrofon freischalten, dann kann ich dich hören. So jetzt?
Jetzt, wunderbar, jetzt höre ich dich. Okay, dann. Also ich verstehe natürlich schon nach der Dauhau, wir haben immer Schubkorrektur und so weiter. In einem Trend geht es dann weiter fort. Aber warum korrigiert der Markt immer in die vorige Korrekturzone rein? Ich finde das aus der Dauhau-Theorie aus der Dauhau-Theorie das nicht so einfach erklärbar ist, weil es erklärt sich, dass eine Korrektur kommt. Aber warum geht die gewöhnlich, wenn sie gesund ist, so tief in diese andere Korrekturzone rein? Hat mit Angebot und Nachfrage zu tun und hat letztendlich damit zu tun, dass der Markt, wenn er denn dann dreht, ja, nehmen wir mal das hier so, wenn der Markt dann dreht, beginnt er hier ebenfalls wieder in Trends zu laufen, ja, und der Trend geht meistens dann bis zum Punkt 2. Warum? Weil das hier markante Punkte sind. Du darfst nicht vergessen, wer hier die Märkte bewegt. Und das sind erfahrene Händler. Und die gehen dorthin, wo einfach markante Punkte im Chart liegen. Und das ist meistens der alte Punkt 2. Man kann auch Unterstützung, Widerstand dazu sagen. Ja? Ein Widerstand wird irgendwann zur Unterstützung. Und die Märkte laufen einfach mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit immer dorthin. Die Frage nach dem Warum, Doris, ich glaube, die ist nicht wirklich wichtig. Ja? Weil die Frage, die Warum, die erfordert eine Antwort und du kriegst darauf keine Antwort. Ja. Es ist Gesetzmäßigkeiten, bedingt durch Angebot und Nachfrage, ja, auf denen dann auch auf diesen korrektiven Trend steigen wieder andere Marktteilnehmer auf und der Trend setzt sich fort und setzt sich fort, bis an einem ganz markanten Punkt einfach das Angebot wieder dreht, ja, und sich der ganze Trend dann wieder dreht. Aber die Frage nach dem Warum ist irrelevant. Er macht es ganz einfach, weil es dort markante Punkte im Chart einfach gibt und weil das größere Kapital einfach genau das so führt. Okay, ja, das sehe ich ein, dass mich das nicht weiterbringt nach dem Warum. Aber trotzdem möchte ich nochmal nachhaken. Wenn ich jetzt hier an deinem Beispiel zum Beispiel zurücklaufe zum Punkt 2, dann wäre ja Punkt 2 die Widerstandszone, aber wir tauchen ja in die Korrekturzone ein. Das heißt, wir gehen noch tiefer, überwinden den Widerstand und gehen dann tief aus der Korrektur wieder. Machen unsere Trades tief aus der Korrektur heraus. Das finde ich dann schon bemerkenswert, dass er nicht Das nur bis zum Punkt 2 zurückgeht. ist genau der richtige Ausdruck. Es ist bemerkenswert, wie der Markt es macht. Und weißt du warum? Weil es die Großen so haben wollen. Weil die den Markt runterziehen, weil die den so weit runterlaufen lassen, ja, dass sie günstig in den Markt wieder hineinkommen. Es ist bemerkenswert. Das ist einfach klassischer Börsenhandel. Glaub mir, ich habe mir so oft in meinem Börsenhandel in den Jahren zuvor die Frage nach dem Warum gestellt. Ich habe einfach keine glasklare Antwort bekommen. Ich sehe immer nur, es funktioniert. Und letztendlich ist es so, das große Kapital führt den Markt, ja? Und er taucht nun mal dort ein. Warum? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Alles andere wäre gelogen. Vielleicht gibt es eine Antwort drauf. Ich habe sie bis heute nicht gefunden. Mich interessiert auch ehrlich gesagt die Antwort nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass aus dem Grund, du hast es ja gesehen in unserem Service, die Trades, die wir in der letzten Woche gemacht haben, die besten Trades sind die, die maximal, wo ist meine Maus? Da oben, maximal aus der Korrekturzone herauskommen. Das sind die besten Trades. Und dafür sorgen aber diejenigen, die das Kapital haben, Doris, um den Markt da unten runterlaufen zu lassen. Das ist Absicht, ja, um da wieder günstig nachkaufen zu können. Und der Trend, der da unten, der da runterläuft, der wird eigentlich so lange geführt, bis irgendwann wieder genügend Angebot oder Nachfrage da ist, um den Markt wieder hochzuziehen. Ja, das muss ich auch bestätigen für alle, die uns nicht kennen und zuhören. Also, es funktioniert wirklich überproportional gut. Vielen Dank. Und wie gesagt, der Begriff bemerkenswert ist wirklich fantastisch. Der trifft den Nagel letztendlich auf den Kopf. Und wenn du dir das anschaust, ja, wir brauchen uns nur die Historie einblenden lassen hier in kleinen Trades. Guck dir das an. Wir haben eine Bewegung, eine Korrektur. Der Markt läuft nicht immer bis zum Punkt 2 zurück. Nicht immer, ja. Aber in der Häufigkeit einfach öfter, als dass er das nicht tut. Ja? Jetzt haben wir hier einmal, wo er hier, sagen wir, nehmen wir was anderes, wo er hier nicht zurückgelaufen ist.
Hier ist er nicht zurückgelaufen. Und da geht es aber los. Ja? Da ist er zurückgelaufen. Da ist er zurückgelaufen. Und irgendwann bricht der Trend. Es gibt keinen Trend, der ewig läuft. Ja? Irgendwann wechselt das ganze Ding. Ja? Nur die Frage ist, das hier ist dann wiederum eine Korrektur in einem größeren Zeitfenster. Guckt ihr dieses Spielchen einfach nur an. Es ist dann einfach nur eine, wo waren wir denn hier? Genau, hier, da wollte ich hin. Das hier ist einfach dann nur eine Korrektur. Machen wir es so rum. So, das hier ist der Haupttrend. Ja, und der Weg da rein wird wiederum mittels eines untergeordneten Trends vonstatten geführt. Was anders ist es nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum geht der Markt nicht nur hier, wie die Doris gerade fragt, nicht nur bis zu diesem Punkt 2 zurück. Das war ja mal eine Unterstützung oder mal ein Widerstand. Ganz einfach, weil sich der Markt hier wiederum in einem untergeordneten Trend befindet, der hier nach dem Übertritt über diesen Punkt 2 hier in die Distributionsphase wieder reingeht. Und Distributionsphase ist die Übertreibungsphase, wo dann plötzlich wieder alle sagen, oh, lass mich auch mit, da bin ich auch noch mit. Ja? Und wenn der Markt mal läuft, kennt er keine Unterstützung und keinen Widerstand. Ja? Wir haben aber auch andere Märkte, wo eben diese Unterstützung und Widerstände an diesen Punkten 2 oder 3 dann einfach funktionieren. Ja? Und das muss man erkennen. Schaut ihr Lieben, das ist nichts, was du mal schnell machen kannst. Ja, das ist etwas, was tagtäglich trainiert werden muss. Und die Doris ist bei mir mit dabei und ich glaube, sie kann bestätigen, dass sie doch schon einiges gelernt hat, was sie auch selber anwenden kann. Es ist nichts, was von jetzt auf nachher geht. Und dennoch, wenn du dir die Trends einfach anschaust, schau dir das Spielchen einfach nur an. Wir brauchen es hier nochmal rausmachen. Es ist immer wieder das gleiche Spiel. Der Markt läuft. Telefon bitte oder Mikrofon abschalten. Danke. Genau, läuft immer wieder bis zum Punkt 2 zurück. Es ist einfach nur fantastisch. Ja? Und das muss man einfach erkennen. Und dann kann ich auch einen Markt lernen einzuschätzen. Und dann kann ich auch damit lernen zu arbeiten. Das ist kein Hexenwerk. Ja? Aber man muss ein Auge dafür haben. Und dafür gibt es Leute, die euch dabei helfen können. Und es arbeitet sich im Team immer ein bisschen einfacher in so einem familiären Umfeld, als wenn man es alleine machen muss. Des Traders größter Feind ist die Einsamkeit. Alleine vorm Rechner zu sitzen, ja, und nicht zu wissen, was man tut oder sich nicht austauschen zu können oder nicht auch mal seinen Frust rauslassen zu können, wenn es einfach nicht läuft. Weil das Spielchen kennen wir ja alle, dass wir zu Hause sitzen und es läuft einfach nicht und es ist zum Kotzen. Ja, und du kriegst keinen Fuß auf die Erde und weißt nicht warum. Und du kannst dich mit niemandem austauschen, am allerwenigsten mit deinem Partner, ja, weil der erst gar nicht versteht, was du da eigentlich machst. Genau, Jens, wunderbar, gemeinsam sind wir einsam. Genau so geht es. Und dem habe ich mich entgegengestellt mit Gina Trader und meinem Gabel Trading, ja, dass wir sagen, Mensch, komm, lass uns das nicht alleine machen. Wir arbeiten zusammen, wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen und gemeinsam sind wir auch erfolgreich. Und ich glaube, das ist eine gute Art und Weise, wie man in den Märkten bestehen kann. So was machen die US-Märkte gar nicht wirklich viel. Wenn man sich das Gedöns da so anschaut, was die Jungs da treiben, es ist eigentlich momentan nicht wirklich allzu viel los. Der Brexit wurde mehr oder weniger schon wieder abgearbeitet. Jetzt bewegt er sich hier wieder deutlich in die Korrektur zurück. Er versucht es nach oben, aber es kommt nicht wirklich Druck rein. Also das ist alles nicht wirklich lustig, was der hier macht. Und von daher gesehen gibt es da in dem Ami-Markt hier in den Indizes aktuell auch nicht wirklich irgendwelche hier Chancen. Wir gucken uns aber mal ein paar Einzelaktien an, die durchaus interessant sein könnten. Ich habe mir hier eine Liste angelegt. Wir sind heute Nachmittag in unserem virtuellen Handelsraum heute Nachmittag bereits in Twitter Short gegangen. Und woher kommt dieses Thema? Woher kommt dieses Signal? Nun, ihr seht diese Dow-Hauptpfeile hier im Chart. Das sind die roten. Ja, wir sind hier im 5-Minuten-Chart, aber die Signale kommen aus der Stunde. Ja. Wir machen das mal ganz gerne, dass wir uns die Signale aus einem größeren Zeitfenster rausnehmen. Wir sind einfach so frech und sagen, nee, komm, zu groß, Stunde ist mir zu lange. Wir machen das in 5 Minuten, vielleicht manchmal auch in einer Minute. Ja. Aber das muss man lernen. Ja.
Und wie man sowas lernen kann, das erfahrt ihr einfach hier bei Agena Trader mit unserer Plattform. Die macht euch das wunderbar einfach, das zu lernen. Und natürlich hier in unserer DAOHAU-Familie. Ihr könnt es 12 Monate machen, ihr könnt es 3 Monate machen. Ja, 14 Tage Testphase, nutzt das einfach aus. Es ist wie in jedem anderen Dienst, bei Börsigo war es ja genauso. Einfach mal anmelden, ich schalte euch persönlich frei, weil es ist mein eigener Dienst. Ich mache das alles noch von Hand. Und von daher gesehen, wird erst nach 14 Tagen, wenn du in den 14 Tagen nicht gekündigt hast und nicht widerrufen hast, dann erst wird das Geld abgebucht. Meistens mache ich es erst nach 3 Wochen, weil ich nicht gleich dazu komme. Also macht euch keinen Stress, guckt einfach mal vorbei. Wir arbeiten, hier ist auch die Beschreibung drin, die Details, seht ihr da drin. Wir arbeiten in der Hauptsache mit einem Agena Trader, aber wer den Agena Trader nicht hat, ist auch gar kein Problem. Also man kann auch mit einer anderen Plattform arbeiten, ja. Wir haben jeden Morgen unseren DAX-Ausblick. Wir haben 3-mal am Tag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 3 Sessions, morgens, mittags und nachmittags. Alles wird aufgezeichnet, Probezeit natürlich 14 Tage. Und dann schaut, dann haben wir unseren Blog, wo das alles aufgezeichnet wird, wo ihr euch dann, wo man sich auch austauschen kann, etc. Das nur am Rande. Ich würde mich freuen, wenn ich euch da mal als Gäste begrüßen darf. Also das Signal kommt hier bei Twitter aus der Stunde heraus. Und da zwar ein junger Trend. Und warum wollte ich den jetzt nicht in der Stunde traden? Ja, das ist die Frage. Ja, ganz einfach, weil mir das gesamte Chartbild nicht gefallen hat. Ne? Und das sind Dinge, die besprechen wir in unserem Premium-Service, aber gehandelt wird das Ganze hier auf 5 Minuten. Und ich versuche jetzt hier nicht den Monster-Trade zu erwischen, sondern, okay, Roland, du kannst mich anrufen. Schreib mir einfach eine E-Mail. Und oder ruf mich einfach hier im Büro an, die 09421 86 15 15 3. Kann übrigens auch jeder andere anrufen hier im Office, wenn ich da bin. 09421, also für Straubing, 86 15 15 3. Dann erreichst du mich hier zu den normalen Geschäftszeiten, außer wenn ich gerade im Webinar bin. Ja? Und dann können wir uns gerne mal treffen oder ruf mich an, dann können wir auch alles andere dann noch klären. Also ich versuche jetzt hier in Twitter einfach möglichst hoch reinzukommen und einfach eine gewisse Strecke nach unten mitzunehmen. Wir werden mal sehen, ob es denn dann aufgeht. Und dann schauen wir mal. Also das sind so die Signale, die ich mache. Und ich lasse mir das natürlich dann vom Agena Trader auch vorfiltern. Ich habe hier eine bestimmte Liste mit entsprechenden Signalen. Und ich habe hier jetzt noch Cisco Systems zum Beispiel. Da kommt auch das Signal hier aus dem Zeitfenster der Stunde hier heraus. Und zwar hier aus dem mittleren Zeitfenster. Und zwar ist der Markt hier auch schon. Schaut, und das ist auch wieder fantastisch. Ne? Der Markt bricht hier unten diesen vorherigen Aufwärtstrend. Man kann es in der Historie ein bisschen besser sehen. Seht ihr, das war der Aufwärtstrend. Ja? Bis dahin war alles noch Korrektur. Erst als der Markt unter die 27,40 durchgefallen ist, dann erst aktiviert sich die bis dahin Korrektur als Haupttrend. Und was macht er dann? Nun, er geht wieder in die Korrektur, in seine eigene Korrektur und überraschenderweise wiederum in die Korrekturzone hinein. Und von dort versucht er sich jetzt nach unten abzuarbeiten, aber es ist halt einfach immer wieder auch mal so ein Gedöns rauf und runter. Das muss man auch mental auch irgendwo durchstehen können. Und das ist halt nun mal wichtig. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das funktioniert nun mal nicht. Das muss man erlernen können. Ja, und die Frage ist, bist du bereit zu lernen? Und vor allem das Richtige zu lernen. Bist du wirklich bereit, in dein Business des Börsenhandels zu investieren? Nochmal, das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, gerade an unsere Gäste heute. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ihr alle da seid. Lasst euch nicht vereiern. Ja? Ihr braucht einen Businessplan, ihr braucht generell einen Plan, wenn ihr da unterwegs sein sollt. Ja? Und ohne Businessplan in euer Geschäft werdet ihr nicht erfolgreich sein. Also ein Businessplan, da gehört vieles hinein. Ja? Dafür gibt es einen Service, wie meinen, wir haben in unserer Familie schon über diesen Businessplan gesprochen und ich verlange von jedem einen Businessplan, ja, damit man weiß, wo man hin will. Mark Twain sagte, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, wirst du überrascht sein, wo du rauskommst. Ja. Und meistens endet es da, wo du nicht rauskommen wolltest, wenn du keinen Plan hast an der Geschichte. So, und dieses Seitwärtsgedöns,
Ja, das gehört nun mal zu diesem Spiel mit dazu. Das muss man aushalten können. Und deshalb würde ich sagen, aktuell gefällt mir das Signal gar nicht. Nur weil es mein Dauhaus-Signal vorgibt, muss ich es noch lange nicht handeln. Ja, das ist etwas, wo ich sage, mir gefällt die Konstellation einfach nicht, weil der Markt hier die Bewegung nach unten jetzt schon zweimal hier unten abgebrochen hat, hier in dem Bereich. Ja, also muss ich sagen, scheinbar wollen die Käufer momentan den Markt da nicht weiter runterfallen lassen. Also muss ich mein Risiko oder mein Geld ja dem Risiko da nicht aussetzen, wenn der Chart zu mir spricht und sagt, oh Markus, pass auf, da ist nicht. Ja, also lass mich mal noch ein bisschen höher laufen und mal gucken, vielleicht kommen wir ja da noch höher rein, so wie wir es bei Twitter zum Beispiel gemacht haben. Ja, so. Oder auch Tesla, ähnliches Spielchen, auch da ist es so. Ja, Markt hat sehr tief, ist sehr weit in die Bewegung hineingelaufen, bis 887,87 runter. Gut, Tesla hat momentan ein ganz anderes Problem mit ihrem Crash, den sie da, den das Auto da verursacht hat, wo ein Mensch ums Leben kam. Ja, da kämpfen die momentan auch drum. Da kann man auch sehr oft, das hat sich hier mein System verabschiedet. Sekunde mal. Bevor ihr hier mal auf einen runden Kreis da schaut, ist natürlich dann auch nichts, macht auch keinen Sinn. Und deshalb hat Tesla auch momentan einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem, aber es wird sich auch wieder klären, früher oder später. Und jetzt kehrt er halt nochmal in die Korrekturzone zurück. Man braucht schon Geduld dafür dann auch, um zu sehen, wie weit geht er denn hoch, wann kommt denn hier ein Gegensignal. Das muss man halt abwarten können. Und da hilft einem natürlich schon so professionelles Werkzeug wie der Agena Trader. Und ich kann euch eines sagen, jeder, der mit dem Agena Trader inzwischen gearbeitet hat und hat seinen Stil da drin gefunden, es ist ein mächtiges Werkzeug. Ja? Ein wirklich mächtiges Werkzeug. Aber wir von Agena Trader bieten euch mit Videos, mit Unterstützungen, mit Webinaren inzwischen eine Vielzahl von Unterstützung, damit ihr hier wirklich damit zurande kommt. Und wer mal seinen Handelsstil gefunden hat, Thema Businessplan, ja, der gibt dieses Werkzeug auch nicht mehr her. Und da ist das Geld, was man da in sein Business investiert, es ist gut angelegt. Und wenn man überlegt, wie viel Geld, das man in die Märkte schon gelassen hat, ja, weil man halt sich beschäftigen musste mit Money Management und der Markt dann schon lange gelaufen ist, bis du ausgerechnet hast, wie viel das du da investieren kannst, ist der Markt schon lange weg. Ja, macht da Agena Trader alles für uns. Und das ist das, was ich finde, was eine ganz, ganz wichtige Sache ist, dass man sich das Trading als solches so einfach wie möglich machen muss, um sich auf das Notwendigste zu konzentrieren. Was glaubt ihr, ist das Wichtigste im Trading? Was ist das Wichtigste, auf was du dich konzentrieren sollst? Was denkt ihr? Schreibt es mir in den Chat rein oder wenn jemand was sagen möchte, auch gerne. Was denkt ihr ganz persönlich? Vielleicht auch mal unsere Gäste, dass ich von euch mal so ein bisschen Feedback bekomme. Was denkt ihr, was ist für euch das Wichtigste im Trading? Worauf müsst ihr euch am ehesten oder am meisten konzentrieren im Trading? Was denkt ihr? Einfach mal tippen. Christian, absolut richtig, Beständigkeit. Heiko, Risikokontrolle, absolut richtig, ja. Weniger spielen, mehr Geduld auf Setup warten. Katrin, hast du Erfahrung da drin? Weniger spielen, vermutlich mal. Oh ja, okay, danke für deine Ehrlichkeit, finde ich ganz klasse. Komm doch mal zu uns vorbei, wir könnten die Frauenquote noch ein bisschen erhöhen, die Doris und die Barbara würden sich freuen, Konzentration, Fehler zu vermeiden. Vasilis, das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Konzentration, um Fehler zu vermeiden, kein Geld zu verlieren. Herr Colino ist auch richtig, absolut. Ja. Und Strategien auf den Verlust, den ich bereit bin zu verlieren, René, vollkommen richtig. Ja. So, und was könnte mir jetzt helfen? Das ist alles eine Richtung, was ihr da geschrieben habt. Beständigkeit, Risikokontrolle, weniger rumspielen, sich auf den zu fokussieren, warten, genau Hans, du kennst mich schon länger, warten, Ruhe bewahren. Und was denkt ihr, ist da ein adäquates Mittel, um das zu erreichen? Risikokontrolle, kein Geld zu verlieren, warten zu können. Was denkt ihr, hilft dort am meisten?
Was könnte das sein? Geduld, klar, eine menschliche Eigenschaft. Disziplin, Johann, absolut auch richtig. Ja. Erfahrung gehört natürlich auch mit dazu. Genaues Setup, Katrin, auch absolut richtig. Ja. Reproduzierbares Trading, absolut richtig. Danke, Karl-Heinz. Ausbildung, das ist natürlich mal überhaupt das Thema schlechthin. Ja. Was haltet ihr von dem Thema Werkzeug, wenn ich mich nicht um das Risikomanagement kümmern muss, wenn ich mich nicht ums Money Management kümmern muss, wenn ich mich nicht darum kümmern muss, hunderte von Märkten einzeln zu durchsuchen, ja, wenn ich mich darum nicht kümmern muss, weil ich einen Begleiter habe, der mir genau diese Arbeit abnimmt, dass ich mich wirklich auf das konzentrieren kann, was ich möchte, mein Setup, ja, genau mein Setup, dass ich dann warten kann, ja, bis mir mein Werkzeug, mein Begleiter sagt, hier, Katrin, jetzt ist vorbei mit Spielen, jetzt ist dein Setup, jetzt kannst du draufdrücken. Das ist wichtig, dass mir die Arbeit abgenommen wird, damit ich mich auf mein Setup konzentrieren kann. Denn wenn es auftaucht, muss ich noch eine Liste abarbeiten, um zu sehen, passt das, passt dieses, passt jenes, habe ich das bedacht, habe ich das bedacht, ja. Und wenn das alles gemacht ist, ja, den Rest macht meine Software, macht der China Trader, dann drücke ich auf Enter, ja. Dann mache ich mir, will ich mir keine Gedanken machen müssen, ja. Kann ich jetzt den Stopp dahin ziehen oder kann ich ihn dahin ziehen? Muss ich das noch ausrechnen? Ach, du liebe Zeit, ihr Lieben, mit dem China Trader, da werden Träume wahr. Das ist professioneller Börsenhandel. Und das kann ich euch von ganzem Herzen nur darlegen, ans Herz legen, ja, mit aller Aufrichtigkeit. Ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres, definitiv nicht. Und das in einem Gesamtpaket, ja, mit einer vernünftigen Ausbildung, mit einem vernünftigen Umfeld, ja, mit Gleichgesinnten, die das gleiche fühlen, das gleiche Denken, die gleichen Sorgen und Nöte haben, ja, da tut man sich leichter. Dann damit. Und dann kann man auch entscheiden, mache ich einen Trade oder mache ich ihn kein oder mache ich ihn nicht. Ja? Schaut mal, das Thema kennen wir doch alle. Schau, jetzt habe ich hier eine US-Liste, da sind, keine Ahnung, 60, 70 Werte drin. Und ich habe genau 1, 2, 3, 4, 5 Werte. 5 Werte, die ihr mir, erinnert euch noch an mein Setup, das ich euch gezeigt habe. Wo habe ich es denn? Ja, das hier. Das ist unser Setup, das ist das Dow-How-Setup. Ja? Genau das ist es. Ja? Aber ich verspreche dir eines, wenn du das ohne Hilfsmittel machst und wir denken jetzt nur mal über Nasdaq 100 nach und du versuchst das in 100 Werten, die du einzeln durchguckst, ja, zu finden, ich schwöre dir, ich garantiere sonst nichts im Börsenhandel, es gibt doch nichts garantiert. Aber das garantiere ich dir, das findest du nicht, weil du nach dem 5., 6. Chart nämlich völlig bla bla im Kopf bist, weil du nämlich nichts mehr siehst und plötzlich siehst du alles, aber nicht mehr das, was du einfach suchen möchtest. Ja? Ercolino, ich rufe dich gerne an, beziehungsweise ich mache es andersrum. Ich gebe dir jetzt mal in den Chat meine E-Mail-Adresse, die nennt sich office@gabel-trading.com. Ja, guck mal rein. Ich hoffe, du siehst es. Ich gebe dir auch gerne meine Telefonnummer. Das ist die Office-Nummer. Ruf mich einfach an oder geh einfach auf meine Seite gabel-trading.com. Auch dort kannst du mir dann eine E-Mail schicken und dann können wir uns austauschen, weil das kriege ich hier im Chat nicht mehr raus. Deshalb geh einfach über meine Homepage, über ein Kontaktformular oder schreib mir eine E-Mail. Dann können wir gerne zusammen plaudern und dann kriegen wir beide das schon hin. Und das ist der Punkt, was ich euch gerne sagen möchte. Dieses Setup, ja, und da kommt die nächste Problematik dann ins Spiel. Schau mal, wenn du das von Hand durchsuchen musst, ja, ich garantiere dir, du siehst nach dem 10. Chart nichts mehr, weil du musst dir nicht nur den Stunden, den 5-Minuten Chart anschauen, du musst dir auch das übergeordnete Bild anschauen. Wir brauchen das große Bild, wir brauchen das, wo du handeln möchtest, ja. Und wenn wir unsere Wünsche und unsere Träume, die wir zwangsläufig mit dem Börsenhandel verbinden,
erfüllen wollen, dann müssen wir einfach gewisse Dinge berücksichtigen. So, jetzt guck mal, jetzt haben wir hier eine große Liste und ich habe das tagtäglich in meiner Familie, in meiner Dauhau-Familie, diesen Aktionismus. Ja? Ganz ehrlich, denk mal drüber nach. Du hast eine Liste, du hast den Markt und du hast kein Signal. Ja? Ist ein furchtbares Gefühl, nicht wahr? Du möchtest an der Börse Geld verdienen und hast eigentlich gar kein Signal. Und dann sitzt du da und denkst dir, boah, was mache ich denn jetzt? Ja? Und dann geht es nämlich los. Ne? Dann hast du so diese kleine Stimme hier auf deiner Schulter und sagt, ja, geh mal da in eine Minute runter, da findest du mit Sicherheit irgendwas. Ja? Und plötzlich wird der Chart bombardiert, ja, mit Trades, die du im normalen Zustand nicht machen möchtest. Aber viele fallen dann in das Wachkoma hinein, ja, und dann werden Dinge gemacht, die du im normalen Bereich niemals machen würdest. So, Disziplin gehört da dazu, dass man sagt, ich habe nichts zu traden. Was mache ich dann? Nichts. Glaub mir, es ist schwierig. Nichts zu machen ist verdammt schwierig. Ja? Okay, wir können uns eine neue Liste anlegen. Gucken wir mal, eine Minute. Guck mal, ich habe eine große 1-Minuten-Liste. Kann ich auch reloaden. Ja? Ich habe kein Signal. Keines, was meinem Setup entspricht. Ja? Ich kann nichts, ich habe nichts zu traden. Ja? Schwierig. Ja? Aber es kommt vor. Ich habe noch eine 5-Minuten-Liste, die kann ich mir natürlich auch angucken. Ja? Da kann ich mir auch noch filtern lassen nach meinem Dauhau-System und lass mir das dann anzeigen, was wir da noch alles machen können. Und aber ich habe die alle schon durchgeguckt. Ja. Und jetzt lädt er gerade eben hier durch. So, 5 Minuten. Schauen wir nochmal, ob es hier filtern kann. Genau. So, US-Dollar, mexikanischer Peso. Gucken wir uns mal an. Ja, so, zeigt ein Dow How Long in der Stunde im Medium-Bereich. Okay, erinnert euch den Setup. Wir wollen im großen Zeitfenster tief aus der Korrektur kommen. Nicht irgendwo, aus der Korrektur in Trendrichtung. Akkumulationsphase in Trendrichtung. Okay, ich habe ein Signal. Phase 5. Phase 5 ist immer Phase 5. Ich zeige es euch nochmal. Das hier drin. Aus, wo ist meine Maus? Ah, da. Das hier drin ist die Phase 5. Ja, wenn wir aus der Korrektur in Trendrichtung kommen, das ist die Phase 5. Die suchen wir. Die zeigt er mir hier im mittleren Trend an. Ich muss gar nichts mehr machen. Macht das System automatisch. Ja, mit dem Gabel-Dauhau-Paket. So, guck mal an. Puh, da war schon richtig, richtig tief in der Korrekturzone. Ich zeige euch jetzt auch, wo er das erste Signal mitgebracht hat. Er lädt noch und da guckt ihr das mal an. Natürlich bringt das da oben auch schon. Ja? Natürlich zeigt er mir da oben auch schon an. Guck mal, ich bin in der Korrektur. Ja? Gut, wenn ich da schon eingestiegen wäre, wäre ich da schon mal rausgeflogen. Ja? Dann hätte ich es hier vielleicht nochmal versucht, weil er hier auch schon Umkehrsignale macht. Komfort, ganz normal, gehört zum Spiel dazu. Enger Stop, fliege ich rauch. Zweimal, guck mal an. Und dann kommt der Traum eines jeden Händlers, eines jeden Traders, so tief wie möglich. So wie im Leben auch, je tiefer, desto schöner. Und im Trading ist es genauso. Und da unten, da kommen die Einstiege, wenn man es zufälligerweise sieht. Ja, wenn ich am Rechner bin, sehe ich es auch nicht, dann gucke ich in die Röhre, ist ja klar. Aber er zeigt es mir an, Akkumulationsphase, dann wenn keiner damit rechnet, dann, wenn der Chart schreit, nimm mich, jetzt, ja, dann musst du dabei sein. Ja, und dann, guck mal an, und dann geht es nach oben. Traumhaft. So haben wir es im euro-türkischen Lira auch gemacht. Ja, geht, manchmal brauchst du 2 Einstiege. Aber ihr Lieben, die darfst du nicht verschweigen. Die gehören zu diesem blöden Spiel mit dazu. Ob das passt oder nicht, die gehören dazu. Und jeder, der was anderes erzählt, lügt dich einfach nur an. Die gehören mit dazu. Und die, ihr Lieben, die musst du mental verkraften können, ja, damit du das auch verstehst, was da passiert. Ja. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn du da alleine zu Hause sitzt, ja, und niemanden hast, mit dem du darüber reden kannst. Ja. Niemanden, dem du sagen kannst, oh, ich
klingt gleich an die Waffel. Ja, das ist der Punkt. Gemeinsam, hat der Jens vorhin gesagt, gemeinsam, einsam. Das ist am besten. Aber gut, würden wir das Signal jetzt noch nehmen? Also ich nicht. Ja, mir ist der Markt jetzt einfach schon zu weit gelaufen. Ich suche einfach den ganz tiefen Einstieg erstmal. Den habe ich jetzt persönlich verpasst. Ja, er kommt jetzt nochmal zurück. Naja, das wäre jetzt noch so. Und ich will auch noch mitgehen hier, Trade. Aber mein Mentor, Michael Vogt war das übrigens, hat immer gesagt, wenn man dann sowas gesehen hat, ich habe dann gesagt, Mensch, Michael, da kann man doch noch reingehen. Da ist doch noch so viel Platz. Ja, kommt immer hier. Der Blick auf die Palme da hinten. Ja. Also wenn in meinem Service, wenn jemand hier Mist baut, ne, dann mache ich das immer so. Guck mal, hier, wir leben ja hier. So, schau mal. Und hier, da ist eine Palme. Und die fliegt dann auch schon mal durchs Zimmer durch. Ne? Also virtuell gesehen natürlich. Ne? Und die ist richtig, richtig schwer. Aber wie hat meine Oma, Gott hab sie selig, schon immer gesagt, ach, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja? Und ich sage immer, Leute, lieber kriegt er von mir eins aufs Dach, weil bei mir tut es vielleicht einmal weh, weil das Ego angekratzt ist. Ja, aber wenn euch der Markt weh tut, dann kostet es Geld. Und das muss ja nun mal nicht sein. Und so hat Michael Vogt immer zu mir gesagt, sag mal, Markus, hast du es so dringend nötig? Muss das sein? Hast du es echt so nötig, dass du so machst, dann noch handeln musst? Warte doch. Oder warte aufs nächste Signal. Es kommt doch das nächste. Die Börse hat morgen auch noch auf. Ja, und das ist der Punkt, warum ich jetzt so ein Signal oder warum wir so ein Signal nicht zwangsläufig nochmal nehmen würden. Oder gucken wir uns den Nasdaq an, das nächste Signal. Auch hier kommt der Short aus dem großen Trend, in dem Fall sogar raus. Ne, hier zeigt er uns die Phase 5 an, in dem Fall ein großer Trend nach unten. Ja, zeigt mir natürlich das dann hier auch an im großen Zeitfenster. Moment, muss ich das hier mal wegmachen, hier unten. Ja, da kommen im Großen und Ganzen dann auch meine Dow-Signale. Seht ihr, ganz oben, da konnte man schon ein Stück mitnehmen, ja, aber nicht allzu viel. Aber wenn ich mir das anzeigen lasse, ja, zum Beispiel in der Stunde, kann man das ja machen, dass ich mir das hier auf 5 Minuten dann zum Beispiel in der Stunde anzeigen lasse, ja, dann bin ich in der Lage, dass ich hergehe, Mensch, ja, guck mal, das gibt einen schönen Trend, ja, einen schönen Trend, schau dir das mal an, einen wunderschönen Trend hier nach unten, den ich hier locker schon mal mitnehmen hätte können. Ja, absolut möglich. Aber da braucht man ein bisschen Erfahrung in der Geschichte. Ja, und das ist es, was man lernen kann. Wann steige ich wieder richtig aus? Wann steige ich ein? Und so weiter und so fort. Und so geht man die Märkte durch. Und wie gesagt, ich hätte jetzt gerne heute mit euch getradet. Ja, ich erzähle viel, aber ich trade natürlich auch. Aber eines habe ich gelernt in den Jahren meiner Katastrophen, ja, und das möchte ich euch gerne zeigen und sagen, in dem Fall erleben, wenn nichts zum Traden da ist, dann wird auch nicht getradet. Das ist die Disziplin, ja, alles andere ist nur Unsinn, ja, ein Twitter haben wir laufen, mal gucken, vielleicht kommt er ja noch, vielleicht kommt er auch nicht, ja. Ich möchte nicht länger aufhalten, es gibt heute Abend nichts zu traden, der Markt ist relativ ruhig, da müssen wir uns auch nicht länger dulden. Und danke, Michael, Stichwort Heiliger Gral, danke, Doris. Und das ist für unsere Gäste heute Abend. Es gibt einen Heiligen Gral, aber nicht den Heiligen Gral. Es gibt einen Heiligen Gral, und zwar der, der zu dir ganz alleine passt. Der Heilige Gral besteht in einer Erkenntnis. Eine Erkenntnis. Wir sind im Börsenhandel Opfer von Wahrscheinlichkeiten. Das ist der Heilige Gral. Dieses Wissen, dass alles nur auf Wahrscheinlichkeiten beruht, löst dieses Dogma des Reichwerdens schnell an der Börse. Sicherheiten. Es gibt eine Sicherheit, ja, auch im Börsenhandel. Und das ist das Thema Erfahrung, dass du deinem Setup vertraust. Das ist die Sicherheit. Aber der Heilige Gral, der passt zu dir ganz alleine. Der Heilige Gral, den der Michael für sich gefunden hat, der passt nicht zu Doris. Und den der
Doris gefunden hat, der passt auch nicht zur Katrin. Ja? Aber der Heilige Gral besteht als Überbegriff darin, Wahrscheinlichkeiten. Wir sind im Börsenhandel Opfer von Wahrscheinlichkeiten. Ja? Wahrscheinlich geht der Trade auf, wenn wir vorher alles richtig gemacht haben, vermeintlich richtig gemacht haben. Wenn wir den Trade gemacht haben, den Rest, siehe Twitter, entscheidet der Markt. Ich kann jetzt eigentlich nur noch rausgehen oder meinem System vertrauen, dass ich da mein Plus raus erarbeite. Aber es ist nur wahrscheinlich. Und wenn du das in deinem Kopf umgeswitcht hast, dann bist du einen großen Schritt weiter und wahrscheinlich schon viel, viel weiter, als andere jemals kommen werden. Ende. Fini. Ich wünsche allen einen wunderschönen Feierabend. Ich wünsche allen einen wunderschönen Fußballabend. Vielleicht sehen wir uns hier mein Premium-Service wieder. Meine Familie, ihr seid herzlich eingeladen, mal 2 Wochen einfach vorbeizuschauen. Es war mir eine große Ehre, im Namen von Agena Trader, Trader Scott, mit euch zu arbeiten. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht den einen oder anderen Gedankenanschluss mitnehmen, fachlich als vielleicht auch menschlich oder mental. Hab mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, Hans, und allen anderen. Katrin, danke. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, auch an meine Dauhau-Familie. Morgen funktioniert die Technik wieder. 8 Uhr Marktbesprechung. Und vielleicht habe ich für unsere Gäste auch nächste Woche eine Überraschung. Bleibt einfach dran. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und denkt immer daran, der Weg ist das Ziel. Bye, bye.